Hey ho, liebe Freunde und Freundinnen von minenarbeit.de, hier ist der Vorbootler wieder und ich melde mich zurück mit Wir spielen Minecraft, was wir natürlich immer tun. Heute wollte ich diese Folge doch mal ganz anders anfangen als sonst. Normalerweise sitze ich nämlich immer da drin in meinem Bett oder stehe gerade auf und das wollte ich ja mal ein bisschen ändern, nachdem ich das in der letzten Folge auch schon mal selber bemerkt hatte. Ja, und ich sehe natürlich auch ein, es muss mal langsam besser werden hier mit meinem Feldverhalten. So geht's ja nicht, ich trampel ja immer alles kaputt. Ich kriege ja hinter jedem Video, kriege ich dann irgendwie immer so Meldungen von euch wieder. Ey, renn doch nicht immer so da durch, du machst alles kaputt. Ja, und das ist nun mal so, ich bin ein altes Trampeltier und ich lasse das jetzt, ich mache das nicht mehr. Also das, was ich jetzt hier so mache, das mache ich nicht mehr. Ne? Obwohl, es ist so ganz stabil irgendwie, guck mal. Passiert doch überhaupt nichts. Gut, kommen wir jetzt mal zur Sache. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu tun. Ich hab jetzt allerdings einen kleinen Sprung wieder hinter mir. Ihr seht, ich bin jetzt auf Pre-Release 5. Völlig belanglos, völlig uninteressant eigentlich, auf welcher Version ich spiele. Ist jetzt nur einfach so. 4 bin ich jetzt irgendwie ganz übersprungen. Jedenfalls in der Wir-Spielen-Serie. Jetzt möchte ich doch mal eben kurz, ja, hier genau das brauche ich. Ich habe sogar noch Sachen dabei. Ihr seht, ich habe gerade mein Inventar nicht so richtig im Blick. Muss ich mich mal eben so ein bisschen umsortieren. Aber hier so ein bisschen von dem Zeug kann ich mal mitnehmen. Hier, also wie heißt es? Seeds, genau. Seeds. Seeds for my sweet. Ach nee, das geht anders. Gucken wir mal hier. Machen wir das Feld mal wieder schön. Ja. Bisschen vorsichtig sein. Ach ja, da sagte auch noch jemand, ich werde es zu dunkel im Dorf. Ja klar, Leute, wir haben ja auch gerade erstmal hier so ein paar Folgen gedreht, wo wir hier mal was ausbauen. Ne, ich kann hier nun auch nicht zaubern und einfach Schnips machen und in einer Viertelstunde oder in 20 Minuten ist alles erledigt, ganze Dorf fertig und dann bauen wir in der nächsten Folge direkt das nächste Dorf. Nee, aber ich sehe es schon ein. Ich wollte, hatte auch vor, an den Wegen hier zumindest mal so ein paar Laternen aufzustellen. Das ist schon eine sehr wichtige Sache. Euch fällt jetzt bestimmt auch auf, ich muss mich jetzt auch ein bisschen beruhigen gerade, euch fällt auch bestimmt auf, dass ich mich wieder relativ häufig verklicke gerade. Das ist jetzt echt live hier, ne? Also bin viel im, also extrem viel im Creative Mode im Moment unterwegs, wo die Steuerung etwas anders läuft. Dann muss ich mich erstmal wieder drauf einschießen hier. Warum bin ich im Creative Mode? Natürlich, weil ich jetzt auch vorhabe, mehr diese Creative Folgen zu drehen. Ich habe da einfach so einen unheimlichen ja, Gefallen dran gefunden an dem. So, jetzt renne ich schon wieder über das Feld, ne? An dem Creative Mode. Ja, und natürlich bauen wir unseren Server neu auf. Die alten Recken unter euch auch schon mitbekommen haben. Das machen wir alles im Moment voll auf Vanilla. Jetzt unglaublich, ne? Also von Hand ist da jeder Stein gelegt, mehr oder weniger. Und wir schrecken auch vor Terraforming nicht zurück, um Skyerville auf die Beine zu stellen. Ne? Aber das nur am Rande. Ich will euch hier jetzt nicht verwirren, sonst kommen hier gleich wieder Kommentare rein von wegen, wo ist denn der Server und wie komme ich denn da drauf und warum geht das nicht und ne, und das ist jetzt ja falscher Kanal, falscher Film jetzt hier sozusagen. Ich habe gar nicht genug Seeds. Ich habe gar nicht genug Seeds dabei hier. Oh, das habe ich ja Betrug schon wieder. Nein, dafür drehe ich nochmal extra Folgen und guckt einfach immer auf minenarbeit.de. Das ist meine Minecraft-Fanseite, handgemachte Fanseite, ne? Liebevoll recherchierte Inhalte. Und inzwischen auch sehr viel, ja, sehr viel zu lesen dort. Also alles, ich kann das auch immer nur immer wieder sagen. Wenn ihr mal Fragen habt, so diese alltäglichen Fragen, von denen ihr euch auch selber vorstellen könnt, dass ich die schon tausendmal gehört habe, zum Texture Pack und zum, ja eben wie gesagt, auch zum Server und diese Geschichten. Bla 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 bla, all diesen Scheiß auch, wie man hier so aufnimmt und so, dann lest das bitte auf minenarbeit.de nach, da steht alles schon extra für euch aufbereitet und was ich jetzt mache, mal ganz spontan, Steine habe ich dabei. Habe ich denn auch noch Halbsteine? Ja, hier auch meine Begriffe, die lustigen, die ich immer so verwende.
Ne, Silber oder was weiß ich und Halbstein, was ist das alles? Das könnt ihr alles auf minenarbeit.de erfahren. Das sind so meine Macken. Ich bin ein Spieler mit vielen Macken und was normalerweise so läuft, ist mir völlig schnurz. Ich spiele das ja so, wie ich gerne möchte und deswegen kommen da auch schon mal etwas verwirrende Sachen teilweise raus. Das mache ich nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern um euch so richtig damit auf den Geist zu gehen. Nein, lest es einfach alles nach, ist alles da und hab Verständnis dafür, dass ich da nicht immer auf so Fragen eingehen kann, auch weil ich die halt schon häufig beantwortet habe. So, jetzt, ja, Halbsteine möchte ich gerne herstellen, richtig. Warum? Ja, ich denke mal, wir erinnern uns nochmal zurück. Schweren Herzens natürlich, immer sehr frustrierend, sehr traurig. Aber 1.8 ist von uns gegangen. Damit meine ich nicht Minecraft 1.8, sondern mein Hund, der uns wirklich lange begleitet hat auf der ganzen Reise von Bad Schönfels hierhin. Ne? Blättert nochmal zurück. Wir sind ja jetzt schon in Folge, was weiß ich, 117, glaube ich. Könnt ihr euch vorstellen, was ihr da teilweise, wenn ihr neu seid, schon alles verpasst habt. Jetzt wollte ich das Grab hier machen. Hierhin, aber ehrlich gesagt würde ich das Grab doch lieber auf einem grünen Bereich bauen. Ich habe auch einfach den Eindruck gehabt, dass ja 1.8 halt den Sand eigentlich nie so wirklich leiden konnte. Ja, und deswegen möchte ich ihn jetzt auch nicht hier beerdigen auf dem Sand, obwohl es eine schöne Ecke, aber ich weiß, sollen wir jetzt einfach mal erst versuchen, den Sand, Quatsch, das Gras hier runter zu züchten. Ach, guck mal, das muss ja auch noch gemacht werden, ne? Ja, komm aber da mal ran hier, nicht lange fackeln. Ja, ich war länger jetzt nicht in diesem Spielstand hier, dann muss ja erstmal wieder warm werden. Erstmal die ganzen Ecken wieder wahrnehmen, die ich hier überhaupt noch nicht beendet habe. Aber das Gras wächst jetzt jedenfalls sehr schön. Das geht jetzt flott. Alles schon ganz ordentlich. Da haben wir noch die Höhle gehabt. Das ist auch nicht schlecht. Ich träume ja von echt so einem richtig grünen Oasendorf. Ne? Es wird schon lange. Ich weiß gar nicht jetzt im Moment, wie viel Erde ich noch überhaupt so auf Lager habe. Das muss ich mal gucken gehen. Das müssen wir doch mal checken. Nehmen wir das nochmal mit. Auf jeden Fall im Moment hier das Grab, das ist hier so ein leerer Raum. Das ist nicht so richtig schön gemütlich für ein Grab, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich läge jetzt so in so einem Grab. Ich möchte das hier auch so ein bisschen gemütlich haben, ne? Und nicht einfach so mitten auf dem Feld. Ich möchte vielleicht auch einen Baum noch daneben haben oder sowas. Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Ich gucke jetzt mal, wie viel Erde ich noch habe. Das nehme ich jetzt alles mal mit und dann versuche ich mal jetzt noch eine Straße zu buddeln. Eine Straße auf diese Seite müssen wir sowieso hin. Ja, ist auch gut. 32. Das sollte vielleicht so gerade eben klappen. Vielleicht baue ich mir aus dem Sand, ich habe jetzt so viel Sand, habe ich gesehen. Vielleicht baue ich mir da lieber ein paar Sandsteine draus, um hier auch mal ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen. Statt da jetzt einfach blindlings, normalerweise tue ich das immer sofort in den Ofen und brenne Glas. Wenn man Glas braucht, braucht man das ja meistens auch sehr viel. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich glaube, da mache ich dann gleich mal ein paar Sandsteine. Bevor ich dann doch irgendwann mal in meinem Tran, in meinem typischen, doch alles in den Ofen kippe und hinterher keinen Sandstein hab. Sandstein mag ich ja besonders gerne, auch in meinem Texture Pack. Ne? Das wird ja auch immer wieder gesagt, das sieht lecker aus, mein Sandstein. Ne? Ist es auch. Ne? Muss man auch ein bisschen Redstone reinmischen und vielleicht ein bisschen TNT. Obwohl, es gibt immer so Blähungen. Ne? Das wollen wir ja mal lieber lassen. So, pass auf, jetzt ist die große Frage. Jetzt muss ja so Tusch kommen. Die große Frage. So, wie kriegen wir es denn hier rüber? Vielleicht, wenn wir jetzt von hier unten noch. Hier ist ja auch Gras. Können wir da vielleicht so eine Straße hinbauen? Ja, super. Ich habe natürlich jetzt ganze Erde verbraten, ne? Und komme jetzt hier auch nicht mehr rein.
Auch das wieder ein Unterschied. Ich kann jetzt plötzlich nicht mehr fliegen. Also muss ich außen rumrennen. Ach ja, gut, dann war das nix. Jetzt habe ich mich echt verbuddelt, das alles so schön repariert. Ah. Ja, okay, ja gut. Die Nacht ist jetzt am Reinbrechen, am Fangen. Und werden wir das jetzt einfach mal erledigen. Gut, jetzt mal eben kurz durchatmen. Ich mache Sandstein. Dann ist das aus dem Kopf. Was habe ich denn alles, was ich habe? Denn Glas habe ich doch auch schon. Ja, guck, ein paar Glasscheiben. Oh ne, hier habe ich auch noch 23. Komm, dann nehmen wir hier diese ganzen 64er Stacks. Okay, und das lassen wir noch. Das schmeißen wir noch hier in den Ofen. So, und dann haben wir doch ein schönes Gemisch. So kann man das nämlich prima machen. 4x64er Dinger da rein und dann klicken, klicken, klicken. Was das Zeug hält. Wie, da gibt es auch noch einen Trick, ne? Wo wir da noch Shift-Taste drücken, oder was? Ja, guck mal, ich bin ja doch noch zu irgendwas zu gebrauchen. Ne? Teilweise erinnere ich mich dann auch noch mal an die Tipps, die ihr mir so gebt in den Kommentaren. Ja. Okay, habe ich den Sandstein erledigt, da kann ich das also aus Versehen nicht mehr. Habe ich echt keine Erde mehr, aber ich habe noch viele Schaufeln. Gut, kleine Planänderung, es ist früh am Morgen, ich habe Schaufeln dabei, ich habe sowas dabei, ich habe auch sowas dabei, das brauche ich nicht dabei haben. Obwohl, das kann ich auch mitnehmen. Doch, 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 vielleicht können wir ja ein paar Tiere zähmen. Müssen wir auch noch machen, ein paar Tiere fangen. Die können wir hier drin, ah, erst muss ich auch ein paar, ein bisschen mehr Gras haben und so. Ah, guck mal hier. Nehmen wir auch nochmal direkt mit. Nicht immer vorbeirennen und dann immer warten, bis es irgendwie, bis ich da wieder drauf komme. Bei mir ist das immer so aus den Augen, aus dem Sinn. Komm her, du Seed. Nach dem Seed haben auch schon einige Leute gefragt, was ich denn hier jetzt für ein Seed habe. Das ist völlig irrelevant, den könnt ihr nicht mehr mit verwenden. Den kriegt ihr so nicht mehr hin, wie der jetzt hier ist. Blättert mal zurück, da gab es wirklich, ja, vor Folge 1, es gab eine Seed-Show, wir haben ein Voting gehabt. Swampweed war dann der Gewinner. Dann sind wir, was weiß ich, stundenlang, jahrelang, tagelang, nächtelang hier unterwegs gewesen in Bad Schönfels, haben alles aufgebaut. Aber inzwischen durch diese ganzen lustigen 1.8 und komischen Vorversionen die ganze Zeit, wo teilweise dann auch, habe ich gelesen, diese Riesenozeane, die ich hier mal hatte in einem Testgelände, wo ich das alles nochmal habe versucht nachzuholen, da gab es nur noch Riesenozeane hierhin. Das ist jetzt, das war alles irgendwie auch ein Bug und ich weiß aber nicht, ob das inzwischen verändert ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt diesen Seed jetzt verwenden, Swampweed, aber es kommt was völlig anderes raus. Ne, also ist jetzt eigentlich schade, ne, weil jetzt ja auch die Leute, die von Anfang an dabei sind und noch so ein altes Level haben, ihr könnt ja nochmal downgraden auf 1.7, da klappt das noch. Und dann Swampweed eingeben. Aber wie gesagt, dann wieder auf, ja, weil dann müsstet ihr eigentlich erst auf 1.8 upgraden, dann hier hinreisen. Dann werdet ihr jetzt in dem, auf dem Land, wie es jetzt hier so bei mir so aussieht. Wenn ihr direkt auf 1.9 geht, dann hat das keinen Sinn. Jetzt fragt euch natürlich, was macht der denn hier wieder, ne? Der Vorbuddler, der ist jetzt hier wieder voll. Der möchte jetzt, der ist jetzt wieder voll, völlig voll. Nein, ich möchte das Flussbett jetzt mal machen, weil ich brauchte doch Erde, habe ich gesagt. Und hier ist mir eine gute Möglichkeit eingefallen. Ich habe, dass ich hier noch so ein laufendes Projekt habe, das Flussbett zu vergrößern. Das ist also ein richtiges Terraforming-Projekt hier. Und ja, da fällt natürlich unheimlich viel Erde bei an. Und das ist ja genau, das kommt ja uns wie gerufen. Erde! Ja! So. Ja, das ist jetzt natürlich eine richtig schöne Übertage-Buddlerarbeit.
bin ich auch auf dem richtigen Level hier so, so Erdlevel. Ja, ne? Das sieht doch schon ganz gut aus. Das finde ich eigentlich auch immer ganz erholsam. Da kann ich mir ein bisschen runterkommen. Ich habe den Eindruck, ich rede unheimlich schnell. Ich bin total aufgedreht. Ich weiß aber nicht warum. Ja. Könnte doch jetzt hier so in aller Seelenruhe angehen. Alles. Ne? Das ist immer meine Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Kleiner Spaß von mir. Wenn es etwas gibt, wovor ich keine Angst habe beim Minecraft-Spielen, ist es etwas falsch zu machen, etwas nicht zu verstehen oder mich dumm anzustellen, im Kampf zu verlieren. Also alles die Sachen, wo normalerweise dann immer die Hardcore-Zocker, sag ich jetzt mal, dann schreien, oh, Loser, ne? Ja, und? Und nun? Jetzt spiele ich hier trotzdem schön und ihr schreit nur Loser, ne? Ist alles immer so. Das finde ich gerade interessant. So, wenn das. Ja, wenn ich nicht so bürokratisch, technokratisch an die Sache rangehe. Ich möchte eher so ein bisschen mit Gefühl spielen. Einfach mal kommen lassen. Ist auch ein Problem im Moment. Ich habe mir diese 1.9er Geschichte hier noch gar nicht so richtig angeguckt. Also, ihr wisst, ich habe die. Hab minenarbeit.de und da natürlich schon für meine Posts allerhand recherchiert. Aber längst nicht alles. In mir sind auch viele Sachen einfach noch gar nicht so richtig geläufig. Und da komme ich natürlich zeitlich im Moment auch völlig in die Bedrulle. Wegen dem Serveraufbau und all solche Sachen. Das frisst also im Moment alle meine Zeit. Ich habe ja nur ein gewisses Pensum an Zeit für Minecraft in meinem Leben. Ne? Und wenn da schon eine Fanseite drin ist und ein Serveraufbau und was weiß ich noch alles, ne, und hier diese ganzen Filme, ne, und dann auch noch recherchieren oder selber mal spielen einfach nur, um mal was herauszufinden so in aller Ruhe, ne? Ich lasse ja nicht immer nur das Video dabei laufen, ne? Ah, das frisst schon ziemlich viel Zeit und da kann ich im Moment gar nicht so, da muss ich einfach Prioritäten setzen, ne, habe ich mich eher auf den Server jetzt konzentriert und, denkt dann halt jetzt mal nicht weiter drüber nach. Das werden wir alles im Laufe der Zeit mal ergründen, wie das jetzt geht. Hier zum Beispiel, ich sag mal, Tränke, Erweiterungen von Waffen und all sowas. Ne? Das wäre mir im Moment, das ist ja so viel, was dazugekommen ist. Es ist sehr unübersichtlich. Ne? Dadurch auch, dass nie irgendwie etwas mal so richtig dazugekommen ist. Und oft war es dann irgendwie so, dass es noch nicht funktionierte oder es war ein heilloses Durcheinander. Ne? Muss man mal ehrlich sein. Muss man ja nicht unbedingt jetzt als böse Kritik verstehen. Ne? Obwohl ich da ja auch nicht klein beigebe. Ich bin ja jetzt nicht so ein Fanboy irgendwie. Ne? Wisst ihr ja auch. Da höre ich dann auch mal zwei Seiten. Manche sagen, ja Mensch, der hat echt recht, der Vorbudler. Und endlich mal einer, der das Maul aufmacht, so nach dem Motto, ne? Und mal sagt, was Tacheles ist. Und dann gibt es ja wieder andere, die sagen, ach Mensch, verdirbst du immer den Spaß, wenn du so rummeckerst. Ne? Ich kann das natürlich alles verstehen. Aber nun, das ist eben meine Spielweise. Manchmal rege ich mich einfach über so Sachen auf. Und ich will ja niemandem was Böses. Und ich glaube, ich werde auch nicht persönlich oder so. Ne? Das sind einfach nur manche Sachen, die finde ich dann eben traurig. Ganz furchtbar traurig. Okay, jetzt haben wir natürlich noch eine schöne Sache hier. Einmal habe ich dabei, habe ich gesehen. Habe ich noch vom vorletzten Mal, habe ich noch einmal dabei. So, ja. Ja, genau, ne? Immer alles wegschmeißen. Oh, es geht das wieder los, ey. Ich habe hier keinen. Jetzt mache ich die Eimer mal voll. So, und dann versuche ich hier mal so langsam, aber sicher den Fluss in die Gänge zu bekommen. Verbindung haben wir. Ich check nochmal eben die Verbindung. Hallo Fräulein. Haben wir eine Verbindung? Haben wir eine Verbindung? Piep, piep, piep. Haben wir eine Verbindung? Ja, wir haben eine Verbindung. Gleiche Level, alles wunderbar. Ja, machen wir hier direkt weiter. Das ist eine langfristige Sache. Erstmal so ein bisschen grob. Dann müssen wir noch hinterher noch in die Feinarbeit, damit diese ganzen Strömungen rausgehen. Wobei ich offen sagen muss,
Man ist da manchmal auch ein bisschen zu extrem, was das Begradigen oder ja Beschwichtigen dieser Flüsse so angeht. Oft hat man da ja so die Vorstellung, dass das wirklich alles immer so spiegelglatt sein muss, das Wasser, ne? Das finde ich aber an manchen Stellen überhaupt nicht angebracht. Im Gegenteil, ich versuche manchmal sogar da extra mal so eine Strömung, also die jetzt nicht, die ist zu krass, weil es so richtige so Berge da drin sind, ne? Aber ab und zu muss da mal so eine Strömung drin sein. Mensch, das ist ein Fluss, ne? Oh, jetzt habe ich aber auch ganz falsch gemacht. Vor allem habe ich falsch gemacht, dass ich, dass es schon dunkel wird. Das ist jetzt sehr unangenehm, ob. Da muss ich mich ja gleich in eine Höhle flüchten, in die ich jetzt nicht komme, weil ich hier mal in dem Wasser hängen bleibe. Ah. Kann ich das sogar von oben, vom Ufer aus machen? Das wäre aber viel besser. Ja, toll, jetzt kriege ich hier mal das Wasser nicht raus, ne? Ah. Jetzt muss ich natürlich immer zu einer unendlichen Wasserquelle rennen. Da hinten war doch der große Fluss, da hat das besser geklappt. Okay. Okay, gut oder nicht gut, je nachdem. Ich gehe mal hier rein jetzt, ne? Das ist sonst so krass. Was habe ich denn hier so gemacht? Blödsinnigerweise einfach mal einen Raum gegraben. Ja. Das ist jetzt auch sehr schön. Sehr schön ist auch, dass ich mal wieder, ach, jetzt weiß ich es auch wieder, ich wollte ja schon beim letzten Mal Schafe fangen, um die zu scheren und um dann ein Bett zu bauen. Aber das ist mir alles misslungen. Und ja, ich denke mal jetzt, werde ich mal gucken. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Da finden wir bestimmt auch ein paar Schafe, ganz sicher. Und dann gucken wir uns den ganzen Quatsch noch ein bisschen näher an. Ne? Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und erfreut euch immer. Ich freue mich auch. Und macht's gut bis dahin erstmal. Ciao.